Korrelation heißt Gleichheit bzw. Grad der Übereinstimmung. Der Korrelationsgradmesser stellt die Monokompatibilität eines Stereosignales dar. Anders ausgedrückt wird die Gleichheit der beiden Kanäle des Stereosignales gemessen. Die Anzeige teilt sich immer in einen grünen Bereich, der von 0 bis 90 Grad skaliert ist, und einen roten Bereich, der von 90 bis 180 Grad die Phasenlage anzeigt. Solange sich das linke und rechte Signal addieren, befinden wir uns im grünen Bereich. Wenn die Signale in der Phase derart verschoben sind, dass die Summe der Signale einen kleineren Wert ergibt, wird dies im roten Bereich angezeigt. Hier sehen Sie den Korrelationsgradmesser von WaveLab, der in das Stereometer bzw. Goniometer integriert ist. Im Wave-Fenster ist ein Stereosinus zu sehen, dessen beiden Signale des linken und rechten Kanals sich hundertprozentig decken, weil sie mit 0 Grad in der Phase zueinander stehen. Wenn dieses Signal gemessen wird, schlägt der Korrelationsgradmesser voll in den grünen Bereich aus. Verschiebe ich ein Signal beispielsweise des rechten Kanals um 90 Grad, so zeigt es das Meter prompt an. Das gleiche gilt für eine Verschiebung von 180 Grad. Der Korrelationsgradmesser war früher in jedem Studio Flecht und in der Regel auf der Meterbridge des Mischpultes montiert oder im Pult eingebaut. Da die Mono-Abspielgeräte, mit denen man kompatibel sein möchte, immer weniger verbreitet sind, wird heute meistens nur noch bei Fernsehproduktionen auf Monokompatibilität geachtet. Auch wenn das Zielmedium die Vinylplatte ist, ist auf die Korrelation zu achten. Da die Vinylplatte im Bassbereich aus technischen Gründen Mono ist, sind Aufnahmen mit starken Phasenauslöschungen nicht zur Schallplatte zu verarbeiten. Bei der praktischen Arbeit im Studio sollte der Blick auf den Korrelationsgradmesser immer mit dem Einsatz eines Monoschalters im Abhörweg korrespondieren. Nur wenn Sie Ihren Stereomix mittels Monoschalter zusammenlegen, lässt sich hören, ob potenzielle Phasenverschiebungen im Monobetrieb tatsächlich zu Phasenauslöschungen führen. Bricht der Mix bei gedrücktem Monoschalter zusammen, so hat man vermutlich zu viele Tieftonanteile im Panorama verteilt, oder man hat zu viele Phasenauslöschungen. Bei der Nutzung des Monoschalters spricht man auch von der Kontrolle der physischen Phasenauslöschungen, weil beide Kanäle auf physischer Ebene zusammengelegt werden. Die akustische Phasenauslöschung, also die im Raum gehörte Auslöschung, ist immer schwächer, weil das Signal im Raum auf natürliche Weise dekorreliert, also ungleichwert. Bei diesem Hörbeispiel hören Sie zuerst einen Ausschnitt mit Phasenversatz in Stereo, also mit der schwächeren akustischen Phasenauslöschung. Jetzt hören Sie dieselbe Datei mit gedrücktem Monoschalter, also mit physischer Phasenauslöschung. Die physische Auslöschung ist wesentlich deutlicher zu hören. Hier hören Sie die gleiche Datei ohne Phasenauslöschung, zuerst in Stereo und dann in Mono. First time I met you, I was wondering who you were. How could I know you were the one for me?
together, baby. Changed my life and made my dreams come true. In der Mono-Version bricht zwar die Breite zusammen, aber nicht der Klang. Alle wesentlichen Informationen sind noch vorhanden. Hier sind die 6 häufigsten Ursachen für Phasenauslöschungen. Erstens, schlechte stereophone Aufnahmen. Wenn ein Signal mit 2 Mikrofonen abgenommen wird, sollten diese so positioniert sein, dass keine Phasenauslöschung stattfindet. Also entweder mit den Kapseln in gleicher Entfernung und auf gleicher Achse oder in einer Distanz, dass das zweite Mikro die mindestens dreifache Entfernung zur Quelle hat als das erste. Auch hier sollte bei der Aufnahme die Phasenlage kontrolliert werden, indem man die Monotaste benutzt, es hört oder ein Korrelationsgradmesser benutzt. Zweitens, simultane Mehrkanalaufnahmen. Am häufigsten Drum Recordings mit Korrelationsfehlern. Zum Beispiel hat eine Snare, die mit einem Top-Mikro und einem Teppich-Mikro abgenommen wird, meistens eine Phasenauslöschung, wenn der Phasenumkehrschalter auf dem Teppich-Mikrofonkanal nicht aktiviert ist. Auch können Phasenprobleme zwischen Snare-Top-Mikro und Overhead-Mikrofon zur Auslöschung führen. Da hilft kontrolliertes Verschieben bzw. Einsatz des Phasenumkehrschalters am Pult oder Mikrofonvorverstärker. Wenn das Kind erstmal in den Brunnen gefallen ist, also die Aufnahmen mit Fehlern auf dem Band sind, dann kann der beherzte Einsatz des Phase-Shift-Schalters in einzelnen Kanälen beim Mix Abhilfe schaffen. Dank der HD-Systeme mit samplegenauer Zoom-Funktion kann man auch bei extremer Vergrößerung ein Audiofile eine Viertelwellenlänge verschieben und unter Umständen damit Abhilfe schaffen. Drittens, Keyboardflächen und Layer-Sounds sind häufig mit Phaseneffekten versehen, die nicht monokompatibel sind. Dank der 3 unterschiedlichen Panning-Funktionen in Nuendo und SX kann man in einer Stereospur den alten Panning-Slider gegen getrennte Panner ersetzen und mit deren Hilfe die Stereobreite auf 9 und 15 Uhr limitieren. Das Signal ist dann in der Regel noch breit genug, aber eben monokompatibel, da sich die beiden Signale mehr gleichen, also mehr korrelieren. Den gleichen Trick kann man bei problematischen Overhead-Spuren anwenden, deren Mikrofone nicht auf einer Achse standen. Viertens, für Hall Returns gilt das Gleiche. Die 9 Uhr und 15 Uhr Einstellung schafft meist Abhilfe. Fünftens, des Weiteren kann übertriebener Einsatz von Stereobasisverbreiterungen zur Auslöschung führen. Und last but not least, sechstens, auch unbeabsichtigte Verschiebung von Spuren bei der Bearbeitung in Audio-Workstations kann zu Phasenproblemen führen. Da wir auf die meisten genannten Punkte im Mastering keinen Einfluss haben, ist die Behandlung weitaus schwieriger. Wenn permanente Phasenauslöschungen auftreten, lohnt sich die Kontrolle des Versatzes zwischen beiden Kanälen. Bei Phasenauslöschungen im Bassbereich lohnt sich vielleicht die Monolegung desselben. Es gibt unterschiedliche Tools, die für diese Anwendung entwickelt wurden. Auf Softwarebasis fallen mir das PSP Stereo Pack oder Vincent Borels C10 ein. Der C10 ist ein Multiband-Kompressor mit 10 Bändern, der eine Stereobasisregelung pro Band zulässt. Im Hardware-Bereich bietet das Cedar Cambridge-System eine bisher einmalige Funktion zur Kontrolle der Phasenlage.